Jö, erstmal eine Türen zu machen. Da habe ich noch ein, zwei Türen offen gesehen. Geheilt sind alle drei. Ja, ist echt nervig, dass wir den vierten Mann verloren haben. Aber gut. 14 Scrap haben wir nur noch. Wir sind angeschlagen und wir haben eine Menge Ausfallmöglichkeiten. Das Schöne war ja hier im zweiten Sektor, dass da hinten die zwei Geschäfte waren. Wir müssen nur heil bis dahin zurückkommen. Gehen wir erstmal dahin, weil dadurch die gegnerische Flotte verlangsamt wird. Zack. Es ist beunruhigend leise. Also nichts. Wir haben da ein mögliches Schiff und es ist immer noch im Nebel. Also springen wir auch da mal hin, dann da, dann da. Und dann müssen wir gucken, wie viel Haken wir noch schlagen, bevor wir hier zu den Geschäften gehen. Und eigentlich müssen wir zu der Quest da unten. Also vielleicht doch da, 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 so. Ungefähr. Also, erstmal zu dem Schiff. Wahrscheinlich ein Kampf. Es ist ein Rebellenschiff, das auf uns anscheinend wartet oder nach uns sucht. Es hat nur einen Schildpunkt. Ein Raketenwerfer ist schon mal doof und es hat Drohnen. Aber komm, wir brauchen Scrap, sonst können wir bei den Geschäften nichts kaufen. Also greifen wir es mal an. Eine Angriffsdrohne, das ist okay. Wir haben nur noch 15 Ausweichen, weil wir niemanden im Antriebsraum haben. Das ist natürlich ärgerlich. Na gut, wir schießen mit der S-Bombe, obwohl wir nur noch 4 Raketen haben, auf die Schilde. Und dann mit dem Burst-Laser auf die Waffen, um die einzige Waffe auszuschalten. Aber die ist halt tierisch nervig, weil es eine Rakete ist. Die trifft sogar auch noch. Also, bumm, Schilde deaktiviert, auf die Waffen. Und 2 getroffen, sehr schön. Also die Drohne macht jetzt keinen Schaden mehr. Das heißt, wir haben jetzt einmal einen Treffer kassiert vom Raketenwerfer. Und jetzt holzen wir einfach immer wieder auf die Waffen rauf, dass er sich gar nicht erst erholen kann. Das ging ja schnell. Vor allem von Rot gleich auf repariert gesprungen. Ja, komisch. Burst Laser, komm. Wieder auf die Waffen. Und warum kann er so schnell schießen? Das ist irgendwie komisch. Um nicht zu sagen unfair. S-Bombe auf die Schilde. Und daneben. Schon wieder. Die hat eine richtig schnelle Feuerfrequenz. Vor allem, wenn sie jetzt deaktiviert ist, müsste sie eigentlich ganz von vorne einmal voll hochladen. Macht sie aber anscheinend gar nicht. So, weiter auf die Waffen. Komm, dich halten wir kaputt. Ah, sie wollen aufgeben. 4 Treibstoff, 3 Raketen, 12 Scrap. 3 Raketen wären echt nett. Aber ich hoffe mal, wir kriegen mehr später. Also 4, 3, 12 merken wir uns mal. Und zerschießen ihn. 4, 3, 12. Wir sind schon fast auf 50%. Komm, 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 komm. Nicht mehr schießen. Sehr gut. Und jetzt die letzte Salve, da müsste er drauf gehen. Unsere Artillerie ist ausgeschaltet, müssen wir gleich mal reparieren. So, 4, 3, 12 waren's. Jetzt haben wir 3, 1, 20. Also 8 mehr Scrap, dafür ein weniger Treibstoff und 3 weniger Raketen. Hätten wir vielleicht doch annehmen sollen. Aber na gut, du gehst bitte einmal reparieren. Dann schalten wir mal kurz die Krankenstation an, um Swarms zu reparieren. War das doch mal ein cooler Kosename oder Nickname, wie man so schön sagt, für einen Offizier. Erinnert so ein bisschen an Pille aus Enterprise. So, du bist geheilt, du gehst wieder dahin. Krankenstation aus, Artillerielaser an. So, und weitergesprungen. Wir wollten dahin. Wo wir langsam anfangen sollten, Kämpfe zu vermeiden. Wir kommen in einem bevölkerten Sektor an. Ein Händler scheint nach Kopfgeldjägern zu suchen. Sollen wir antworten? Ja. Super, ich war schon beunruhigt, dass sich niemand melden würde. Wir brauchen jemanden, der eine Ladung Drohnenteile zu einer Station in ein paar Sprüngen von hier entfernt liefert. Ich werde dir jetzt ein bisschen Scrap geben und später dann noch ein kleines Extra. Das nehmen wir auf jeden Fall an, denn wir kriegen jetzt auf jeden Fall Scrap. Und selbst wenn die Mission versauen sollten, hätten wir immer noch das Scrap bekommen. Also Accept. Wir haben 5 Drohnenparts bekommen.
Und ein Questmarker. Na gut, gucken wir mal ganz kurz, wo die andere Quest ist. Ganz oben. Das ist doch doof. Das wird sehr eng. Also wir müssten dann hier hinspringen, wo wir erstmal kämpfen müssen, was nicht gut ist für unsere Hülle. Dann müssten wir nach oben und dann wieder zurück. Dann dahin, dann dahin, dann dahin, dahin, dahin. Ich denke nicht, dass die Rebellen das mitmachen werden. Wie viele Schritte sind das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wobei der Punkt weiter nach da liegt, aber die Kurve auch weiter da ist, also müsste es gleich kommen. Na gut, springen wir dahin. Wir müssen so oder so kämpfen. Unten wird auch ein Gegner angezeigt. Oh, sehr schön. Also nicht für die Station, die gerade mal wieder brennt. Dieses Laborfeuer haben wir irgendwie sehr, sehr häufig. Wir schicken wieder unseren Steinmenschen rüber. So, er schafft es soweit. Und wir bekommen ein... Ja, wie geil! Ein Weapon Pre-Igniter. Also ein Waffenvorzünder oder so ähnlich. Und 28 Scrap. Der Weapon Pre-Igniter macht, dass wir, wenn wir in einen Kampf kommen, sofort alle Waffen aufgeladen haben und sofort schießen können. Das ist irre, 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 irre praktisch. Sehr schön. Springen. Wir springen zuerst mal zu der wichtigen Quest, also die Quest, die wir zuerst bekommen haben. Obwohl, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zum Ausgang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zum Ausgang, ja. Andersrum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zum Ausgang. Das ist besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, also erstmal nach oben, dann wieder zurück, dann wieder zurück. Das könnten wir hinkriegen. Ich bin ja gar nicht gierig oder so. Hier sollen wir also die Drohnenteile abliefern. Ihr findet die Station... Und antwortet sofort den Sendungen. Hat lange genug gebraucht. Wir können diese jetzt eigentlich gar nicht mehr gebrauchen. Ich sehe nicht ein, den vollen Preis zu bezahlen. Nimm dies oder behalte sie in den Cargo Hold. Also wir können jetzt die 5 Drohnen, die wir bekommen haben, für 22 Scrap verkaufen. Oder die Drohnenteile behalten. Wir haben 14 Stück. Wir haben noch keine Drohnen-Subsysteme. Wir haben keine anderen Sachen. Wir verkaufen die. So. Springen jetzt zurück. Springen das dann zum nächsten Questgebiet. So, Quest. Wir finden das Mantis Encampment. Aber da sind zu viele dort, um sie akkurat zählen zu können. Wir schicken eine Langstreckennachricht. Aber wir können nicht viel tun. Es wäre Selbstmord, direkt anzugreifen. Oh, wir können jetzt hier nichts machen. Das ist ja doof. Wir können jetzt einfach nur gehen. Als ihr versucht zu gehen, spottet uns eine Patrouille. Und wir werden angegriffen. So viel dazu. Aber wie ihr sehen könnt, sind unsere Waffen jetzt schon voll aufgeladen. Das heißt, wir können sofort die S-Bombe auf deren Schilde schmeißen. Und auf deren Waffensysteme schießen. So, dafür haben wir 2 Mantis an Bord. Das ist gar nicht gut. Zumal wir selber nur einen haben. Ich glaube, ich mache das mal anders. Ich mache hier mal die Türen auf. So. Und hoffe einfach, dass sie ersticken. Was wahrscheinlich weit hergeholt ist, aber na gut. Ich mache hier auch schon mal überall auf, dass wenn sie später hierher durchbrechen, hier immer noch Schaden bekommen. So, Burst Laser. Oder sie laufen einfach direkt in unseren Schildraum. Das ist nicht gut. Wir ziehen uns zurück zur Krankenstation. Unsere Schilde können sie ruhig vernichten, solange wir deren Waffen immer schön kaputt halten. Ist das kein Problem? Aber die reparieren Tiere schnell. Okay, eine S-Bombe. Wir haben nur noch eine Rakete. Ärgerlich. Okay, S-Bombe behalten wir erstmal.
Burst-Laser, komm schon. Lad schneller auf, bevor die Rakete schießen können. Ah, Rakete ist raus. Komm, schieß daneben. Und sie schießen ihre eigenen Leute ab. Na gut, wir schalten die Krankenstation mal ein. Und jetzt müssten wir es schaffen. Wir hätten zwar nur einen Mantis und ein Engi gegen zwei Mantis, aber wir werden ja durchgehend geheilt. Also passt das schon. Wir hätten gerne Burst-Laser auf die Waffen und dann müssten sie auch kaputt sein. Was passiert, wenn das Schiff kaputt ist, aber noch Leute an Bord sind bei uns? Ergeben die sich? Mit dem Patrouillenschiff zerstört, beeilen wir uns vorzukommen. Es wird nicht lange dauern, bis das nächste Schiff kommt. Ein Treibstoff, eine Drohne, 18 Scrap. Und wir haben immer noch die Leute an Bord. Schade. Ich dachte, die ergeben sich vielleicht und wir hätten dann zwei Mantis, die für uns kämpfen. Aber anscheinend nicht. Na gut, ihr beiden Jungs geht mal da reparieren. Wir machen die Türen mal wieder alle zu. Beziehungsweise die hier wieder auf, damit der Sauerstoff sich schnell verteilen kann. Auch wenn ich nicht weiß, ob das wirklich so funktioniert. Aber es macht in meinen Augen Sinn. So, Schilde sind gleich repariert. Dann ziehen wir die Energie aus der Krankenstation ab. Tun die gleich wieder auf die Schilde rauf. Und gucken dann mal, ob wir uns mit der Hülle noch Richtung Geschäfte schleifen können. Also beide Quests waren nicht so toll. Vielleicht wären sie besser gelaufen, hätten wir irgendeine besondere Crew dabei oder irgendeine spezielle Ausrüstung. Aber, na gut, alles repariert, Sauerstoff ist über 90%, wir springen. Und zwar springen wir dahin, mit den Rebellen ziemlich nah auf der Hacke. Und da wartet auch schon wieder ein Schiff auf uns. Unbedingt Raketen kaufen im Geschäft, unbedingt. Und Treibstoff. Oh, ein Kampf ist unausweichlich. Er hat zwei Schildpunkte und zwei Beamlaser und ein irgendwas anderes. Und sie wollen wegspringen. Und haben eine Kampfdrohne. Ja, schieß mal bitte auf die Schilde mit der Bombe. So, und zerstöre jetzt bitte deren Antrieb. Alles daneben. Und warum zur Hölle ist unser Ding jetzt deaktiviert? Hallo? Keine Raketen. Oh, das können sie erklären, ja. Und wir haben nicht genug Systempower, um das da anzustellen. Oh, der wird wegkommen. Der wird auf jeden Fall wegkommen. Das ist ärgerlich. Burst Laser auf das da. Wenigstens kommen seine Beamlaser nicht durch. Komm schon, trifft den Antrieb. Oh, zerstört. Sehr schön. Jetzt aber auf die Schilde. Damit wir hoffentlich bei der nächsten Salve, wenn sie überhaupt noch kommt, besser durchkommen. Schilde deaktiviert. Sehr schön. Weiter auf den Antrieb halten. Vielleicht springt er doch nicht mehr weg. Das hätte echt übel enden können, vor allem mit den ganzen Beamlasern. Wenn der einmal unsere Schilde zu stark ionisiert, könnten die uns zerreißen, weil die treffen ja immer gleich mehrere Räume auf einmal. Und wir haben einmal beim Gegner zwei Beamlaser und die Drohne hier hat auch noch einen Beamlaser. Also, ja. So, zerstört. Sehr schön. Und gleich Artillerie-Beam hinterher. Haha. 3 Treibstoff, eine Drohne, 14 Scrap. Okay. Jetzt aber der Händler. Die Gegner sind... Oh, jetzt muss ich wieder schätzen mit meinem kleinen Finger. Kleiner Finger ist so. Ein Sprung, zwei Sprung. In zwei Sprüngen sind sie schon auf dem Geschäft hier. Also ich denke, wenn wir jetzt hier hinspringen und dahin springen, werden die Rebellen genau auf uns drauf sein. Aber eventuell noch nicht am Ausgang. Es wird sehr knapp. Aber wir können uns ja reparieren. Warte mal, ich guck mal ganz kurz zum Schiff, ob wir irgendwas zum Verkaufen haben. Nö, wir haben nichts zum Verkaufen. Macht es denn überhaupt Sinn, zu einem zweiten Geschäft zu fliegen? Weil eigentlich das Einzige, was wir machen wollen, ist gucken, ob wir da irgendeine interessante Waffe finden. Oder ein Crewmitglied. Uns reparieren, Raketen kaufen und Treibstoff. Also Raketen und Treibstoff reparieren können wir überall, aber ein Crewmitglied wäre schon echt schick. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie genau das dann verkaufen. Also ja, wir riskieren beide Geschäfte anzufliegen. So, was habt ihr im Angebot? Ihr habt keine Crew. Dafür habt ihr Stealth Weapons. Verhindert, dass unsere Waffen disrupted werden, während wir cloaken. Ah, okay, das heißt, wir können, während wir getarnt sind, auch weiter feuern. Das heißt, das könnten wir vorher schon. FTL Jammer, FTL Recharge Booster, Crew Teleporter, Drohndingens, nö.
Hier gibt's nichts, was wir wollen. Und ich repariere auch erstmal nicht. Und hole auch keine Raketen. Ja, wir wissen nicht, wie viele Raketen der andere hat. Na gut, wir kaufen erstmal 1, 2, 3 Raketen. Und schließen das hier. Und springen jetzt zu dem anderen Geschäft.